Vorgestellt, Encased, a Sci-Fi Post-Apocalyptic Role-Playing Game. Ja, der Atem hat mir den Key zugestellt. Das ist von Black Tower Entertainment, das Spiel. Und ja, Atem gibt's da zwei. Wenn man in den Credits guckt, kann man das da ganz schnell rausfinden. Der hat da Atem Korovkin oder Atem Otsolov. Keine Ahnung, wie sie ausgesprochen werden. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Und ja, es war ein Kickstarter-Projekt. Hier seht ihr alle, die was gekauft haben. Und ganz viele Sachen gab es da. Jo, das ist wunderschön, wie viele damit unterstützt haben, damit das Spiel Realität werden kann. Ich spule das mal ganz schnell vor. Vielleicht erkennt ihr euch ja wieder, wenn ihr das Spiel vielleicht habt, aber ich glaube es nicht. Aber naja, wir werden gleich sehen, wenn es zu Ende ist, und dann schauen wir weiter rein. Es ist ein Spiel, wo man überleben muss, wo man sich Fraktionen anschließen kann, wo man seine Attribute halt auch verbessert, etc. wie gehabt. Ja, das haben wir, Roadmap, können wir reingucken. Das war Alpha und Beta, wir sind im Early Access und dabei haben wir schon den ersten Patch hinter uns und da geht die Reise weiterhin. Settings können wir kurz reingucken. Englisch und Russisch ist zurzeit zu haben. Ich hoffe, das kommt auch noch in der deutschen Sprache. Ja, so ein paar andere Einstellungen kameramäßig und sowas kann man hier machen, damit ihr es gesehen habt. Hier gibt es ganz viele Buttons, die man drücken kann. Und die muss man sich dann natürlich merken. Wird hoffentlich im Spiel auch noch erklärt. Auflösung habe ich ein bisschen runterschrauben müssen, weil es nur im Fenstermodus geht. Das ist halt auf Linux hier bei mir mit Proton am Laufen. Es soll aber auch ein Linux-Release native geben. Bin aber jetzt noch nicht sicher, ob da irgendwie was stand, wann das sein wird. Und naja, manchmal ist das so, dass das dann doch nicht kommt. Ja, hier kann man, ihr seht, ich low geht bestimmt schicker, aber ich will es jetzt auch gar nicht ändern. Es ist nur ein Vorgestellt. Teste ich nicht aus. Lautstärke war ganz extrem beim Testen schon. Muss ich total zurücknehmen, weil ich mich selber nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme nachher auch so ist. Muss man mal gucken. Ich habe es bis zum Charaktererstellung kurz getestet und dann nicht weiter, weil ich wollte wissen, ob die Aufnahmequalität halt dementsprechend ist. So, und jetzt geht es ins New Game als nächstes, weil Load Game geht nicht, weil ja nichts ist. Und New Game ist das nächste und dann kommt halt dann Prolog, den werde ich dann durchlaufen lassen, hört euch das an. Und danach geht's dann weiter im Spiel. Ich lasse euch jetzt allein. You remember how it all started. The year was 1971. The dome was discovered in a remote desert, a gigantic structure of unknown origin. Then, the leading world powers founded the Cronus Corporation with the purpose of researching it. Scientists and other experts were transported inside the dome from Crystal Sands, a city built at its foot. The Spire Station was also built at the top of the mysterious formation. And all the goods and personnel were moving through it to reach the lands beneath the dome. Cronus promised the flourishing of the civilization in its advertising materials. Teleportation technology, flying cars, new power sources, the cure for all diseases, maybe even eternal life, who knows? We thought it's our golden ticket. We thought these hospitality open doors led us to the greatest treasury in the universe. And although it was impossible to leave the dome, this subtle warning didn't stop us. Our faith in the better future made us blind. We were looking for new technologies and found millions of strange mechanisms we didn't know how to use. We were searching for immortality, but we lost so many lives. We let the genie out of the bottle, and we had no idea what it will take in exchange for fulfilling our wishes. We were delusional, not seeing the big picture. In September 1976, the day you were delivered from Spire to Magellan Station, the delusions were never stronger. Ja, das war die Vorgeschichte. Jetzt kommen wir zur Charaktererstellung. Na, basic information hier. Kriegen wir nachher auch irgendwo, glaube ich, wieder vorgestellt. Ja, Gender, Other, Male, Male, nee, Male nehmen wir.
Kopftyp. Erstmal möchte ich dann. Ach, der sieht doch schon ganz manierlich aus, ne? Ich glaube, den will ich gar nicht. Doch, der hat einen Bart da, ne? Oder? In der falschen Farbe sozusagen. Den will ich mal wegmachen, dann wird der Typ mir schon gefallen. Jetzt ist er weg, oder? Der sieht doch ganz manierlich aus. Gut, dann haben wir das. Was haben wir jetzt hier? Das ist sonst nichts, nur die Figur. Okay, die haben wir es. Ach so, hier Nameless. Das sind wir nicht. Wir sind Assreiter. Wir sind 44, Schnapszahl. Wer ist das? Und Biografie. Auch der kommt dem ziemlich ähnlich, oder wie sehe ich das? Keine Ahnung, warum das und das nicht identisch dann ist, aber lassen wir mal so. Und hier ist Silverwing, Kronos Department, in which your character serves, affects available ways of interacting with company equipment and employment. Ach, das ist hier Dingens, hier sozusagen Abteilung von dieser Firma Kronos. Okay, Blackwing, Wings. Kronos is divided into Wings. Ja, siehst du, hab ich doch recht gehabt. Five of these units marked in different colors are energized in different. Ja, woher soll ich wissen, welcher Wing was ist? Das kann ich doch gar nicht hier feststellen. Oder wenn ich drauf bleib. Ah, dann nehmen wir. Nee, habe ich keinen blassen Schimmer, welcher Wing das ist. Der sieht jetzt so ein bisschen wie ein Pilot aus. Der wie ein Forscher. Das ist ein Arbeiter. Das ist der Verkäufer. Das ist hier so die Spezialeinheit. Und dann haben wir schon den Pilot. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ach, hier drunter, vielleicht wird noch, ändert sich da drunter noch was? Ja, hier drunter ist es noch erklärt. Alles klar. It is often said that the time of great discoveries has now passed. Also der Forscher war wohl richtig, ne? Habe ich das so schon an der Kleidung erkannt. Und dann hat er diese Startvorteile dann. Jetzt ist die Frage, wir hatten uns ja eigentlich für den, den entschieden. Was hat er denn hier? Charisma, Führung, Sprache kann er, Initiative, 400 Kombons hat er auch noch. Keine Ahnung, was Kombons sind, aber die hat er. Und ja, Charisma ist jetzt nicht so viel mehr. Initiative, okay. Boah, das jetzt das ist, was ich aber will. Obwohl er schick aussieht, tendenziell, der ist ein bisschen stärker, kann mit Waffen umgehen. Okay. Nameless Criminal Gambling. Ach, das ist ein Spieler auch noch. Generation for Fortitude. Okay. Jetzt nicht so das, was ich will. Das hier ist Brian's Science Medicine. Resist to. Das war der Forscher. Hatte ich ja auch gesagt. Dann haben wir noch den Blue Wing. Tech. Also das Spiel ist ja so ein bisschen so, dass man da nachher überleben auch über muss, ne? Also ich weiß nicht, wie es jetzt weiter funktioniert. Muss man mal gucken. Und beim Überleben bin ich ja immer der Meinung, dass Forscher und Techniker sowie Ärzte die wichtigen Charaktere sind, ne? Was haben wir denn? Das ist jetzt, sind wir durch. Den will ich jetzt nicht. Das war jetzt der Forscher. Risk to biological damage, risk to cryogenic damage. Also der ist geschützt durch. Ja. Ich glaube, der hat vielleicht schon ein paar Vorzüge, die ich vielleicht. Ja, wir können bestimmt den Charakter auch noch anders bilden, dann, ne? 15 Tech. Lieber ein Forscher? Ich glaube, wir nehmen den Forscher. So, und dann kommen die Attribute, die man hier einstellen muss. Oder kann. Psyche ist klar. Glück, Deafness. Dann haben wir hier Brain. Ja, der ist ja hochintelligent, der Forscher. Perception. Eigentlich finde ich den gar nicht mal so schlecht, wie er schon ist. Weil Stärke könnten wir jetzt hier mit Intuition, Wahrnehmung, okay.
Nee, ich glaube, wir lassen es so. Das ist, ja, obwohl, wenn du schwach bist, kannst du nicht mal ein Schloss knacken oder sowas, ne? Charisma. Ausdauer und so. Die gesamte Gesundheit, nee, die will ich nicht senken. Reaktionszeit, ja, man muss auch schnell reagieren können. Ich glaube, wir nehmen beim Lack einen runter und machen den dahin. Und dann bin ich damit erstmal schon zufrieden. So, dann kommen noch Skills, Combat Skills und Social Skills und Smart Skills. Ja, da gucken wir mal rein. Durch unser Dingens hier sieht man, das ist grün. Durch Tech und Science wird dies natürlich extrem gefördert sozusagen. Dann sind die Buttons grün. Es gibt ganz viele Dinge hier, wie man sieht. Hier sogar einer braun, Powerful Mind Attack. Active Ability. Also das ist wohl schon aktiviert. Da würde ich vielleicht sogar noch. Also wir haben hier oben, wie ihr seht, drei Punkte, die man noch nehmen kann. Da würde ich noch gerne einen zunehmen wollen. Dann haben wir noch diese Dinge auch noch dabei. Vielleicht können wir da irgendwelche komischen Wesen dann auch noch mit beeinflussen. Speech, Gambling, brauchen wir nicht. Leadership, das ist jetzt nicht so ungefähr das, was wir jetzt haben wollen. Contraptions, was macht er denn hier mit Fallen stellen und so weiter und so fort. Und entschärfen wahrscheinlich, disarmen, genau. Das wäre vielleicht noch ganz sinnig. Nehmen wir da auch noch einen Punkt rein. Und Piloting, will der fliegen? Ich weiß nicht, ob der fliegen will. Road Warrior. Death Proof. Car Driving. Okay, dann kommst du natürlich schneller von eins zum anderen, ne? Aber da hat er ja schon 4 Punkte, also brauchen wir da gar nicht steigern. Das ist ja Blödsinn, was ich da gerade gucke. Ah, hier unten ist noch Survival. Und da will ich auf jeden Fall auch noch einen Punkt reinstecken, weil Überleben ist immer wichtig, ne? So, jetzt haben wir alle Skills weg. So, dann gehen wir die vierte Seite an und da haben wir noch eine Übersicht. Get ready for adventure. Wir sind's. White Wing haben wir. Das ist unser Typ. Das ist unser Dingens. Ja, so sieht's aus. Das sind unsere Attribute. So, und dann sind wir soweit, um das Spiel zu starten. Ja, und das ist dann der nächste Schritt, den ich jetzt hier mache. Da gibt's dann wahrscheinlich wieder irgendwie eine Startsequenz oder sowas. Dann werde ich mal jetzt wieder ein bisschen still sein und gucken, was kommt. Bis hierhin war ich weiter noch nicht. Ich kann noch mit Continue weiter, das heißt, wir sind nur im Pausenbildschirm. It will go so far as to say that humanity has come all this way to get exactly where we are now. Okay, war slavery, genocide, seed, all these efforts will pay off handsomely. Wait a moment, but praising God that bit will go. Schauen wir mal, was weitergeht. Okay, hier ist eine Beschreibung, wie was geht. Linker Mausbutton, bewegen und interagieren. Da gibt es ein Kontextmenü dann. Ein Aktionsmenü. Hier kann man die Kamera mit bewegen, mit der Maus gedrückt halten, die dritte Taste, scroll to zoom in und out das Mausrad. The Move Camera Feeling mit WASD oder mit Pfeiltasten. Und Fokus und Player macht man auf sein Dingens hier, seinen Avatar oder auf Tab drücken. Gut. Help Screen, den müssen wir uns auch merken. Ne? Left Alt ist Ground Pointing. Quick Save, Quick Load, Settings, Escape, Character, Inventory, Map, Global Map, Timer ist irgendwie Y, keine Ahnung, wofür man einen Timer braucht. Reputation ist F, Codex ist X, Quest L und Craft Window J. Show Tooltips ist Caps Lock. Okay. Jetzt passiert hier schon was. Conversation. Communication with various characters is an important part of the game. Aha, es ist also sehr textlastig wahrscheinlich. To start a dialogue, click on the character and he or she is determined to talk with you. Then a dialogue
interface will appear during the conversation. You can acquire valuable information, learn tips, or even get some tasks. Choose your remarks carefully. Careless words can cause resentment of problem. Ist klar. Details, was sind Details? Ach so, dann kriegen wir so eine Übersicht. Aber da gibt's den Charakter-Inventar. Ah, okay, das ist dann hier so eine Historie über die Geschichten, die da oder Daten, die man braucht. Das hat er mir jetzt gerade gesagt. Dann gibt's noch Wings. Corners is divided into Wings. Okay, das hatten wir irgendwo vorhin schon mal gelesen. Basic Information hatten wir, glaube ich, auch. Das war ja dann beim Charakter erstellen. Skills haben wir auch. Get ready for adventure hatten wir eben auch schon gelesen. Attribute Distribution. Also, die rutschen wohl dann nach unten, oder? So, dann haben wir Messages. Haben wir keine. Codex haben wir hier. Ach so, das waren eben die Shortcuts. Das heißt, über die Shortcuts kommen wir Codex auch hier hin. Und dann gibt's zwei Quests. Einmal Newcomer to Concord. Ein Tag dauert das. Und My Story ist dann schon die zweite, oder wie sehe ich das? Das ist nämlich jetzt hier unten verschwunden. Und das hat er uns eben im Dingens erzählt, ne? Okay, Inventar. Wir haben ein paar Talas. Wir haben hier Electric Key, einen Transponder. Da können wir Türen mit aufmachen. Was ist das? Third Letter from Konus. Das ist ein Brief. Okay, das ist es. Unser Inventar, und da müssen wir wahrscheinlich gucken, dass es da alle reinpasst. Und das können wir noch alles haben, was wir nicht haben. Schutz haben wir auch nicht, Waffen haben wir auch nicht, Munition auch nicht, und Asa war das, was wir gerade hatten. Gut, hier sind noch unsere Werte aufgeführt. Und dann haben wir unseren Charakter, da sind nochmal die Hauptskills. Und da ist das, was wir eben noch gelevelt haben, und Perks. Unavailable Perks, Available Perks, Known Perks, Bright Mind, okay. Perk Points gibt's dann auch noch, okay, dann kann man sich da wahrscheinlich dann auch noch hochhangeln. Gut, dann haben wir das. Jetzt geht's aber schnell hier. Was heißt das? Basic Information, Wings, Attribution, Dispense, Skills, Get Ready for Adventure. Das waren alles die alten Klamotten, ne? Transportation Pod. Okay, das ist neu. Das war da eben das auch schon. Hatten wir eben schon eine Map da oben? Oder ist was anderes? Okay, wir sind wohl hier und da sind die anderen und wir sind da mit drinne. Wir können es nicht vergrößern. Okay, und das ist die Übersichtskarte wohl. Gut. Warte, das stand ja alles bei Data. Nee, war das da? Nee. Weil hier waren ja noch mehr, ganz viele. Und was möchte er mir damit jetzt sagen? Fenster kann ich nicht verschieben. Ist jetzt nichts dazugekommen, oder? All und Other, okay. Inactive Selector, okay, das sind die Sachen, die er mir jetzt gegeben hat. Jetzt sind wir hier in irgendeinem Raum, der hier wohl eine Tür hat. Da kann man rausgucken. Rising out through the portal, you watch the ground slowly approach. Okay, wir kommen langsam näher, also wir landen irgendwie. Es ist braun alles da unten, braun-schwarz, also Wasteland. Und blauer Rauch am Horizont. Und Wolken gibt's auch. Ah, irgendwo gibt's Anomalien hier, wo wir von gehört haben. Gut, und die kann ich dann im Wüstenstaat nicht sehen. Mhm. Irgendwo gibt's eine Wand.
Ah, im Fernsehen haben sie die Wahrheit erzählt. Just as you about to move away from the window, you notice a whirlwind beginning to... Okay, ein Wirbelwind kommt. Ein Sandsturm oder sowas, ne? A crown of green lightning flashing at its center. Ein grün, okay. Clearly no ordinary weather phenomenon. It must be one of the dome's much discussed anomalies. Okay. Was machen wir? Shrink back in horror from the wild storm and avert your eyes. Wait to see what happens when the wild wind whirlwind touches down. Ja, ich bin ja Forscher, ich habe ja keine Angst irgendwie, dass ich da zurückschrecke, ne? Das ist ja für mich interessant, das will ich ja wissen, was da weitergeht. This is the end of the Cold War. Ja. Könnt ihr euch durchlesen? Ist ganz interessant bestimmt. Das erzählt ja die Geschichte. Gut, dann sind wir da durch. Pravda Newspaper-Artikel. Quests, okay. Seriously, let's pick it up. Your character is equipped with a... Ah, ich habe einen Computer, wo ich alles nachlesen kann, oder wie sehe ich das? Ja, das hatten wir ja eben schon. Das ist ja diese Kiste dann, okay. Jetzt kommt wieder die Quest, ne? Aber war da eben nicht andere Daten? Aha, siehst du? Kann man das toggeln? Nein, kann man nicht. Ah, hier unten. Das ist dann der Unterschied. Quests, Codex, Message, Misk. Misk ist das, was wir jetzt gerade durch diese... Aha, gut, dann wissen wir das auch. Concord Station Landing soon. Puh, yeah. Here I'm on it. You shift in. Ted, I need more leverage. Oh hell, just. You're bloody useless. Okay. 60 kilos is my limit. You added. Let's hope. Okay. Wir können jetzt mit denen interagieren. Wir. Mittlere Maustaste drücken. Sind mit den anderen. Ach so, das sind die. Ich glaube, der und der, die gehören dem gleichen Flügel an, ne? Der ist doch genauso wie der. Das sind wir. Und das ist dann auch einer von unserem Flügel, oder? Sprechen wir doch mal mit der. Six. Not now. Die möchte nicht mit mir reden, okay? Der ist vom Orangenflügel. Landing Pod. Come on, move it. Not now. Not now. Not now. Not now. Okay, keiner möchte mit mir reden. Dann schauen wir mal hier weiter. Was haben wir hier? Give Feedback. Brauchen wir jetzt nicht. Das ist unser Avatar mit seinen Experience Points und so weiter. Linker Mauspader und Charakter. Rechter Mauspader und Charakter Sheet. Okay, da kommen wir dahin. Sehr interessant. Hier unten ist es too hot today. Okay. Hier sind wir hier. Ach so, das sind die einzelnen Dinger dann da direkt hin auch. Sehr schön. Timer gibt's da. Und das ist das Counter Show Simumba. Okay, hier unten läuft was. Der ganze gesprochene Text wird hier auch nochmal aufgeführt. All General Combat Dialogues. Okay, und hier unten haben wir jetzt ein Scan. Strike. Unarmed. Okay, keine Ahnung, was wir machen sollen. Will keiner mit mir reden. Das heißt, dann gehen wir durch die Tür. Be careful with the box. Ja, super. Und jetzt mal wieder zu. Geht das? Naja. Kann man die zumachen? Ja, kann man. Okay. Sehr schön. Wir gehen mal hier lang. Sehr schöne Glasfläche.
Die gehen alle. Können wir auch gehen, oder? Rechte Maustaste war jetzt das Aktionsmenü. Kann ich was untersuchen? Keine Ahnung. Die sind da alle erstmal reingegangen. Okay, ich werde jetzt von dem angequatscht. Come here, come on now. Or you'll miss everything. A cheerful man in a white tab coat grabs you by the sleeve. Okay. Das ist auch ein Porsche dann, oder was? A batch reading Ludovico Nuzzi, scientist analyst, export department, is hanging limply from a clean uniform still redolent of wash powder. Okay. Dann guck darüber. Sweepingly apart and helps him fill binocular. Okay, take the binocular and look where he is pointing. You fuse the binocular, ask him what scientist analyst. Tell him you need to go. Ne, wir nehmen mal das und gucken. A good look to your eyes. Okay, continue. Four times manic week, the violin cloud above the rust colored plants took over strangers. Ja, ihr könnt das alle selber lesen. Es ist ja doch nicht so einfach. Und Nazi band so close to your ear. Fascinating. Do you want to me to set up some filters? If we intercept the red and blue spectrum, we'll see something amazing. It's like a signal, some kind of message. Ja, klar will ich das. Ask him what scientist... nee, ich will das erst. Ask him what it is precisely that you're looking for. Then now, Ludovic laughs. No. Okay, hat er mir das wieder weggenommen. With the glasses raised to his eyes, he minutely adjusts the focus. Note. Eine Anomalie ist das. Ja, dann bleibt nur noch das. Is that what you were talking about? Heroes must love. Okay, Ludovic points at the building behind him. I work in Station categories relicts. My job is to classify their rarity. The blues package them, silver tribal on all kinds of papers, and oranges move them to the cargo capsule, just like the one you arrived in. Okay. That the capsule takes the relicts way up there. Okay. Sehr schön. Now overseer his worker once again. Do you want to have a look at the spire? Okay. Ne, will ich nicht. Ich gehe dann. Okay. He throws up his hands. Oh, my Susie. Excuse me. I'm sorry. You'd better get going or you'll be late for check-in. Colleagues are already inside and the storm is growing stronger. Ja, genau. Yes, the storm is growing stronger. The white matter is a fascination. Eyes glued to the vehicle and fixed on the spinning whirl of clouds. Genau. Und jetzt gehen wir schnell rein. Okay, Ladebildschirm. Geht schnell. Whatever these fantastic holder. An alien is only ship or gift to from another world. Also wie ihr seht, es ist ein sehr intensiv zu lesendes Role-Playing-Game und wahrscheinlich, wenn du den jetzt da draußen gerade nicht angesprochen hättest, hätte sich wieder etwas die Geschichte anders entwickelt, wie du ihn angesprochen hast. Und ja, es ist schon sehr interessant. Jetzt kommen wir wahrscheinlich in den Eingangsbereich, wo wir einchecken müssen etc. Und ja, da müssen wir mal gucken. Broadcast, ja. Ja, so sieht's aus. Genau so ist es. Concord Station Terminal. Und ich denke mal, dass wir hier jetzt erstmal eine Pause machen. Und ich weiß gar nicht, wo ich das mit unterbreche erstmal, weil wir haben ja noch andere vorgestellt am Laufen. Ich weiß nicht, ob sofort in der nächsten Woche dann wieder dieses kommt oder ob ich das abwechsle mit was anderem, was ich da noch habe. Muss ich mal schauen. Also, ich sag mal, es ist bestimmt noch ein bisschen zu gucken.
wie es weitergeht. Das geht ja hier in den Berg rein wohl, diese Station, und die muss man sich dann mal angucken. Also jetzt geht der da lang. Ich wollte aber eigentlich nur, man muss mal mit den Pfeiltasten, kann man ja hier alles machen. Oder WASD, okay. Und dann kann man hier so alles sehen. Alles klar, ist eine Riesenstation. Müssen wir dann in der nächsten Runde, in dem nächsten Vorschau mal reingucken. Alles klar, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal dabei seid. Guckt auch in die anderen Klamotten rein. Und wenn ihr noch nicht habt, macht ein Abo. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich ein Video hochlade, Kommentare, schreibt mal rein, was ihr da sehen wollt oder nicht sehen wollt, wo ich da hingehen soll oder sowas. Könnt ihr alles mal mitkommentieren. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.